Uh, pum 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 pum, pum. <coughs> <laughs> schon wieder mal der Feelgood Podcast in einer Solo Edition und zwar am was haben wir heute Dienstag, 18. Januar äh, es ist aber schon eher spät draußen ist dunkel also die meisten werden da wahrscheinlich erst so Mittwoch Donnerstag hören aber äh, das tut nichts zur Sache ähm, äh, ich hoffe es geht allen gut und bevor ich anfange habe ich ganz eine wichtige Frage an alle draußen wie heißt die Mutter von Niki lauda? Mama Lauda! Mama! Ich bin nicht im gesehen. Ich bin ganz ehrlich, ich bin nicht gesehen, aber ich höre es von Und das langt schon. <laughs> das langt das definitiv. Äh, ist eigentlich schon zu viel. Ist eigentlich schon zu viel. Aber ähm, ich habe dann gemerkt, dass ich ja Ewigkeiten das Lied nicht richtig gecheckt habe. Ich habe immer gedacht, das ist eine Frog, ja, wie die Mutter von, von Niki Lauda heißt. Und die heißt Mama Lauda. Und dann habe ich gemerkt, ah, das ist ja auch absolut Mallorca-Deutsch für mach mal lauter. <laughs> ja, äh, du merkst, ah, es gibt äh, auch bei mir äh, eine gewisse Intelligenzgrenze. Und ich weiß jetzt aber nicht, will ich das nicht gecheckt habe, ob ich super intelligent bin oder super dumm. Eins von beiden ist es, es kann nicht in der Mitte sein. Ja, ich bin, ich bin äh, nochmal äh, in den Bergen, äh, tatsächlich. Ähm, ein paar haben es glaube ich auch gesehen auf Social Media. Zum ersten Mal nach 15 Jahren bin ich auf die Piste, also auf die Ski-Piste, und zwar wirklich mit Ski, nicht mit Turnschuhen wie sonst früher. Die gute alte Skischolle. <laughs> jetzt in die Wampe <laughs> einmal quer links nach rechts zur habe bewegt <laughs> oh mein Gott und ähm, es, es hat, es hat äh, tatsächlich mehr Spaß gemacht als ich gedacht habe. ist ja nicht so geplant gesehen also zumindest nicht von mir Ich ähm, äh, bin mit meinem Vater wunderschöne Vater Sohn Ferien ja, zum ersten Mal seit irgendwie drei Jahre wo wir einfach mal allein Zeit verbringen ähm, und ich habe mich äh, aufgefahren fahren, hat er so gefunden, ja, oh, ein bisschen Skifahren und so, blah, blah. Und dann äh, habe ich, gefunden, also komm, why not? Und vielleicht hat er das schon geplant, ich weiß es nicht, aber äh, wir haben es dann gemacht. Ski gemietet und auf die Piste. Und am ersten Tag habe ich. Ah, also, das war wirklich die erste Fahrt, die ich postet habe. weil ich gefunden habe, <laughs> einfacher kann es nicht sein, oder? Man, man postet einfach mal die erste Fahrt und dann. Lebt the Comments fly in. Ich habe mich gefreut. Ich habe mich richtig gefreut, von Menschen da außen äh, gerostet zu werden. Und es ähm, hat ein paar sehr lustige Karte darunter. Also äh, nur zu. Ich glaube, ich tue ab jetzt äh, mehr Aktivitäten von mir, die nicht so sensationell laufen, posten. Und dann mal schauen, <laughs> wie nicht auf das gerostet wird. Nein, und, äh, ich habe natürlich gedacht, ja, ja, das ist so wie Velofahren. Oder? Man kommt auf die Ski und dann geht es wieder. Und ich muss dazu sagen, ich habe ja auch vielleicht einmal noch Ski gefahren vor 15 Jahren und dazwischen bin ich bin ich nur auf dem Snowboard gesehen und mit nur meine vielleicht fünfmal ähm, und das auch im Verlauf von etwa 10 Jahren ich bin eher der Schlittler ja Schlitteln finde ich großartig nach wie vor ähm, meine Lieblingsbeschäftigung im Schnee aber Skifahren finde ich, find ich jetzt auch wieder geil weil erster Tag ich da probiert ah ja, und dann muss so, ja, ja dann muss man so ja muss man so bisschen nach links und dann muss man ein bisschen nach rechts das gut schon. <laughs> Ich sehe sie ja am Fernsehen. Ich sehe ja, wie die das machen in Adelboden. Das ist doch kein Problem. Ein bisschen links, ein bisschen rechts. So, und was habe ich gemacht? Ich habe natürlich viel zu fest gerissen. Ich habe immer, ich habe immer alles probiert, umzurissen und so. Und, und darum sind nach irgendwie zwei Minuten meine Beine auch schon absolut toast. Gewesen. Also, da kannst du sie immer mit Butter schmieren. Und dann aber zum Glück äh, hat mein Vater noch einen guten Kollegen, der auch noch Skilehrer ist. Ja? Und äh, hat da hat mit dem eh schon abgemacht, dass sie zusammen gehen und Skifahren, dass er mal bei ihm ein bisschen so, äh, so, mal so ein bisschen Anhaltspunkte kriegt, wie man das jetzt genau noch verbessern kann. Und ähm, der Army hat dann hauptsächlich mit mir zu tun gehabt, hat das aber sensationell gemacht. Ähm, der Egon an dieser Stelle. Vielen herzlichen Dank, Egon. Du wirst das eh nicht hören. Aber! <laughs> Äh, hat wirklich sehr Spass gemacht. Und dann ist, ist alles auch viel einfacher gegangen und bei mehr so toll und so. Jetzt aber insgesamt drei Tage auf der Ski und ähm, nichts gebrochen, nichts kaputt gemacht. Sensationell. Und mit dem ist ja gut. Ja, jetzt geht es zurück in die Zivilisation, in die richtige, wieder in Städte, Basel und Zürich. Da war der neue Podcast aufgenommen. Gespielt wird auch. Ich gehe auf Wohle am Frittig-Kantiforum. Kommen alle vorbei, kommen schauen Sie. Äh, erster Solotermin vom neuen Jahr Und am Samstag sind wir in Fitznau, äh, Schöne Mixed Show mit Rolf Schmidt, Margaret Bornett, äh, Bröckelmann und Bröckelfrau. Und am Montag den in Zürich: Stand-Up, kommt Show im Bernhard Theater, wieder Doppelaufzeichnung. Und da habe ich gemerkt: ähm, äh, ich will nicht sagen Problem, aber eine kleine Herausforderung. Ich habe jetzt, äh, ich weiß gar nicht, äh, 14, 16, irgend so etwas. Ich habe jetzt, glaube ich, 16 Sendungen aufgenommen. Und äh, ich moderiere die immer. Und wenn ich die moderiere, heisst das, ich mache so drei Minuten. Drei Minuten pro Sendung am Anfang, wo ich so zwei, drei, zwei, drei kurze Geschichten, Jokes, irgendetwas äh, erzähle, so ein bisschen die Leute warm kriegen Und dann kommen die anderen Gäste. Und die treten dann richtig auf mit ihren längeren Sätzen. Und bis jetzt habe ich einfach immer schön, habe ich mal hier eine kleine Geschichte und hier mal etwas verboten. und jetzt bin ich am Punkt, wo ich merke, ich glaube jetzt habe ich alles <laughs> in diesen Sendungen gebracht, wo ich momentan ein Material habe, wo in so drei Minuten passt. Und jetzt komme ich an eine ganz schöne Herausforderung, die ich schon länger im hatte. Ich muss neues Material erarbeiten. Darum gehe ich wahrscheinlich auch noch Irgendwann an einem Open Mic, testen. vielleicht tue ich auch beim Solo am Schluss irgendwie noch etwas äh, on top machen oder irgendwie so. Einfach, dass ich nochmal so zwei mal drei Minuten, was sehr optimistisch ist, wenn es zwei sind, wird es auch okay sein. Weil die anderen Spiele immer zu lang. <laughs> Aber ja, so ein bisschen, ein bisschen Material erarbeiten, das kommt jetzt auch wieder auf mich zu. Und ähm, was, äh, was kann ich noch sagen zum Skifahren? Ähm, ja, jetzt ist gut. Also meine Beine sind komplett am Arsch. Das sind Muskeln, wo ich sonst nie brauche. Aber ähm, ich werde ich wird definitiv wieder mal auf, äh, auf die Piste gehen, sozusagen. weil, das habe ich gemerkt, natürlich mit Turnschuhen kommst du nicht so weit wie mit Ski, äh, kommst du auch nicht so weit auf. Und äh, auch mit dem Schlitten kannst du ja gewisse Wege nicht machen und äh, das ist dann umso schöner. Wenn man das mit der Ski kann machen. So, kleines Update von mir aus den Bergen. Und was kann ich euch sonst eigentlich noch erzählen? <laughs> ja, immer noch ein Solo-Termin, der anstehen, kommt vorbei. Es würde mich sehr, sehr freuen. Und natürlich haben wir auch noch Mails. So, und zwar als erstes. Haben wir hier eine Message, die heißt Mutzis? Hoi, Joelito. Ah, gefällt mir. Äh, äh, Spitzname wieder. Joelito, zum Beispiel mein Großvater sagt mir oft Joelito die Nachricht ist nicht für dich. Sie geht an alle wunderbaren Mutzis da draußen. Sehr schön. An euch da. Ich habe gar noch nie Mutzis gesagt heute. Scheiße. Liebe Mutzis, man kann jetzt auf Spotify den Podcast bewerten. Und momentan widerspiegelt die Bewertung nicht die Qualität von dem Podcast. Und das können wir doch anderen Wünsche euch schöne Woche. Grüß dich, Sabrina. Vielen, vielen Dank. Das, ist, äh, das unterschreibe ich sofort. Ähm, muss mal schauen, was ist die Bewertung auf... Spotify vor dem Podcast. Das ist wieder wunderbares Listening. Eine wunderbare Listening-Experience für euch. Da. Spotify. 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 Hm. Ich sehe nichts. Ja, muss wahrscheinlich mit dem Handy drehen. Moment. Ähm, Johannes? Weiss auch nicht. Also, ich, ich weiß noch, das letzte Mal sind wir irgendwie bis um eine 4,6 oder 7 oder irgend so etwas gesehen. Ähm, wenn, wenn ihr wähnt, dass das höher ist, dann äh, unterstütze ich euch sehr in dem Vorhaben. Und danke euch. Kann man auch auf Apple noch wie vor die Bewertung abgeben? Einfach mal, einfach mal ein paar Sterne dran knallen. Das wird freuen. Und auf YouTube kann man natürlich auch die Folge ähm, nicht nur sehen, Solo-Folgen mache ich ja meistens ohne Kamera, aber äh, die anderen natürlich mit. Oh, sondern dort kann man auch den äh, Channel abonnieren und wenn man dort noch auf die Glocke drückt, dann kriegt man sicher jedes Update, wenn es etwas Neues gibt. Ja. Ähm, dort können wir dann auch die Vlogs, wo nach wie vor <laughs> in Bearbeitung sind. Da werden wir aber auch irgendwie eine neue Lösung finden, dass das Zeug ein bisschen schneller online geht. Ähm, ich will sicher davon kommen, den Balz rausbringen, bevor die neue Show mit dem Matteo ähm, ist. Die ist nämlich die schönere Woche. Ja, okay. <laughs> Morgen im Zug wird ich sicher noch an diesem äh, Vlog schaffen. So, das ist äh, die eine Nachricht also. Vielen, vielen Dank, äh, Sabrina. Und da haben wir nochmal ein Message. Hallo, Geburtstagsüberrascher. Okay, nicht ganz ein Spitzname, aber immerhin ein Übername oder so. Hahaha. Ha, ha. Ah, das ist von der Natascha. Yes. Ich hatte gestern Geburtstag und wir durften ein unglaubliches Weekend im Schnee verbringen. Nach vielen Jahren standen wir endlich wieder mal auf den Ski. Ja, bin ich. Sensationell. Happy Birthday und äh, Happy Ski. Am Geburtstagsmorgen hatte ich dann noch ein wenig Zeit für mich und habe mir deinen Podcast vom 12.01. angehört. Was für ein Geburtstagsgeschenk. Okay, nicht ganz, aber so hat es sich für mich angefühlt. Danke für deine Einladung für den 5.02.22. Wir nehmen sie sehr gerne an, denn ich habe herausgefunden, dass mein Mann noch nichts geplant hat. Ah, für euren Jahrestag, wo ihr denn äh, könntet für biko Richtig. 5. ist in Listl. Und da ich normalerweise immer ohne ihn an deine Shows komme, wird er sich eh mega freuen, dieses Mal dabei zu sein. Sonst ist er immer zu Hause bei den Kindern. Und ja, auch wir Mamas brauchen mal Zeit ohne Kind und Mann. Ich danke dir herzlichst. Wir kommen sehr gerne. Wie darf ich denn jetzt vorgehen? Ganz liebe Grüße, Natascha. Das ist schon erledigt. Du wirst das hoffentlich hören, sonst schreibe ich dir gerne zurück. Ich tue das jetzt gerade Zack. Liste. Bup, bup, bup. Bup, bup, bup. So. Ist dreit? Die sind äh, noch wie vor. Herzlich eingeladen. Können Sie vorbei. Namen sagen, dann läuft das. Ne? So. Dann äh, ist das eigentlich auch schon das Update von mir gesehen. Äh, an die Woche kommt natürlich eine neue Folge mit Gast, respektive sogar mit zwei Gästen Patti Basler und Philipp Kuhn äh, nehmen wir noch auf. Kann ich noch nicht sagen, wie es worden ist, aber ich kann euch sagen, es wird sicher gut. Das also der Freitag und wir hören uns äh, nächste Woche wahrscheinlich äh, irgendwann unter der Woche wieder äh, Solo und dann äh, an die Woche wieder mit Gast. Vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Mutzis, habt noch eine gute Woche. Habt euch lieb. Äh, ganz herzlich zueinander und bis ganz bald. Peace. Thank you.